Das Original der Fiat Dino Spider. Das Vollblut. Geboren 1966, gestorben 1972. Der Dino war kurz, aber schwungvoll und unverwechselbar. Der Ferrari fürs Volk mit V6-Motor von Ferrari, Karosserie von Pininfarina, ein Traum-Fiat und zu Lebzeiten mit 160 PS. Ab 1969 dann sogar mit 180 PS. Die Neufassung von Autobildzeichner Radovan Varicak. Es bedarf nicht viel, um die kurvenreiche Figur des Dino Spider in die Moderne zu übersetzen. Wir wünschen uns das Chassis vom Konzernbruder Alfa Giulia und einen melodiösen V6-Motor Marke Maserati. Aber ohne die Turbos bitte. Und natürlich ein leichtes Stoffverdeck. Der Preis am besten irgendwo zwischen Porsche Boxster und 911.